Hallo, ich bin ein Stoßdämpfer. Wo ist denn Ihr Führerschein? Hatten Sie schon mal einen Führerschein? Wenn ich das sehe und das hörst und siehst du in jeder Werkstatt, den habe ich ein Rad festziehen lassen. Ich könnte kotzen. Bitte bau mich aus. Und habe nach den ersten Schrauben gesagt, stopp, hör auf, bitte. Hör auf. Das ist eine Straftat. Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Ich wusste, es wird peinlich. So, Freunde, hallo, herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mit ganz anderem Content. Und zwar 1er BMW. Wir zeigen euch heute mal, wie man einen Räderwechsel richtig macht. Besser gesagt, meine Kundin, die Ela, die kam vorbei und hat gefragt, sag mal, Dr. Setzer, könnt ihr mir meine Räder umstecken? Ich habe noch Winterreifen drauf. Na klar, kein Problem. Kommst du vorbei, dann und dann, kostet 29,95. Ich sag, was? 29,95 für das bisschen? Ihr müsst doch nur schnell zack, zack, Bühne umstecken und gut. Und ich sage, weißt du nicht, wie viel Arbeit das ist? 29,95 ist geschenkt dafür. Sagt sie, wenn ich das Werkzeug und eine Hebebühne hätte, würde ich das selber machen. Bitte sehr. Hebebühne, da ist alles, was wir dafür brauchen, damit das hier gut funktioniert. Drehmomentschlüssel, Akkuschlagschrauber, normaler Schlagschrauber, Profiltiefenmesser, nochmal Handschuhe und Reifenluftprüfer, Reifenkreide, wir haben alles. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie gut das funktioniert. Ich habe gesagt, wenn sie das richtig gut hinkriegt, ähnlich wie meine Mechaniker, kriegt sie die 29,95 von mir. Also Freunde, wenn euch das Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und einen Kommentar für den Algorithmus. Wisst ihr ja alles. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Wir sehen uns später. Als allererstes gucken wir uns jetzt an, ob die Reifen überhaupt zu gebrauchen sind, die du da mitgebracht hast. Ich nehme mal Profiltiefenmesser hier mit. Hier so ein richtiges Hightech-Gerät. Tada! Tada! Mach mal das Röckchen hoch hier bei dem Mäuschen. Also erstmal, die Farbe von dem Reifen verrät mir schon, der ist nicht mehr wirklich taufrisch. Weil wenn du hier mit dem Fingernagel, guck mal, Spuren reinkratzen kannst, dann ist das warum? Dieser Reifen ist gar nicht mehr schwarz, sondern eher so grau-braun. Da ist der Weichmacher ist verloren gegangen. Der ist aus dem Gummi rausgekommen und liegt jetzt hier an der Oberfläche. Und deswegen kannst du jetzt mit dem Fingernagel hier deinen Namen reinschreiben, wenn du möchtest. So. Der ist also mit Sicherheit schon ein paar Tage älter, würde ich tippen. Was haben wir denn hier oben? Conti. Eco Kontakt 6. Die sind von 30. Woche 19. 4 Jahre alt. Halte mal bitte so fest kurz. Mal folgendes testen jetzt hier. Einen Sägezahn haben sie nicht. Wollen wir mal die Profiltiefe abmessen. Haben wir denn da? Oh, 5,5 mm. Da ist der TWI. Wie viel muss so ein Reifen noch haben? Gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe. Als Autofahrer weiß man sowas eigentlich. Führerschein hast du, oder? Wo ist denn Ihr Führerschein? Hatten Sie schon mal einen Führerschein? Das heißt, Sie dürfen nicht fahren. Sie haben keine Fahrerlaubnis, somit fahren Sie ohne Fahrerlaubnis. Das ist eine Straftat. Okay, eher nicht also. 1,6 mm ist gesetzlich vorgeschrieben die Mindestprofiltiefe in Deutschland. Das gilt sowohl für Sommer- als auch für Winterreifen. Das ist dieses kleine Stück, was da vorne rausguckt. 1,6 mm. Empfohlene Mindestprofiltiefe sind allerdings 3 mm. Da sind wir jetzt natürlich noch ordentlich weit von weg. Das wäre in Ordnung. Die anderen gucken wir uns auch gleich an. Ich würde sagen, wir laden die Dinger erstmal aus. Wollen wir uns da Handschuhe für anziehen? Ja. Ja? Bitte sehr. Danke. Zu jeder guten Operation gehören Handschuhe. Heute im Angebot die große Hafenrundfahrt für 19,95 mit Dr. Selzer. Vielleicht sollten wir die auch noch mal auswuchten, bevor wir das mit der Montage hier vornehmen. Weil also erstmal sehe ich hier natürlich 105 Gramm an Gewichten in dieser Felge. Ich würde sagen, wir wuchten die auf jeden Fall vor der Montage. Das kannst du ja bestimmt auch, ne? Natürlich. Das Wuchten pro Rad für 9,95, so, das Geld kann man sich sparen. Das ist die Frau von Welt, macht das einfach selber. Die haben das alle nicht. Oh ja, die Nabendecke, weil sie wahrscheinlich nur einen Satz Nabendeckel hatten. Und den haben sie dann erstmal dort montiert. Wieder am falschen Ende gespart. Auch der Reifen ist in Ordnung, der ist auch aus 30,90. Als wenn das jetzt klappen würde. Oh Gott, oh Gott. Komm. Nein, mein Auto fährt weg. Ey, schlimmer kann es doch echt nicht mehr kommen. Es scheitert schon beim Räder raus. Vielleicht machen wir das einfach durch eine Tür. Sieht auch gut aus. Die müssen halten bis Oktober. Von O bis O, ne? Du machst also von August bis Oktober. Genau. Gut. Als erstes würde ich aber sagen, damit die Leute ein bisschen was zu lachen haben, wirst du das Fahrzeug ja bestimmt mal aufbocken, so wie man das macht in der Werkstatt, ne? Okay. Das ist ja in den 29,95 auch mit drin. Ja, los, komm. Drück jetzt ja nicht auf den Knopf einfach drauf da. Bist du verrückt? Du guckst erstmal da oben hin. Brauchst du das zum Aufbocken die Luft? Nee, das brauche ich zum Räder demontieren. Ach, damit demontierst du die Räder. Zeig mal. Weiß ich nicht. Da steckst du auf die Radschraube drauf hier, oder was mit der Steckkupplung? Sie dürfen mich technisch erstmal unterweisen. Ja, ich unterweise. Erstmal schieben wir das Auto hier nochmal ein Stück nach hinten. Gang ist raus, Handbremse ist los. Ich sag dir so, dann verlängern wir uns diese Hebebühne, indem wir hier nochmal anheben. Nur hinten oder vorne auch? Es ist ja nur ein 1er BMW und kein Leichenwagen hier, ne? Ha. Wobei, ich glaube, der Zustand ist Richtung Leichenwagen irgendwo unterwegs. Oh, der ist natürlich sportlich tief. Da brauchen wir erstmal noch ein paar andere Kissen. Nehmen wir diese weichen Kissen und dann die Wagenheberaufnahme hier. Aha, ich hab's geschafft. Nummer 1. So, zack. Der nächste.
Diese weichen Kissen nehmen wir dafür. So, du kannst ja nicht einfach irgendwo die Dinger da jetzt hinstecken da. Einmal zum Walk of Shame, bitte. Unter diese schwarzen Klötze, ne? Check. Du wirst unterwiesen hier wegen Arbeitssicherheit. Und zwar, ob den mit dem Pfeil nach oben einfach mal draufdrücken hier. Okay. Und Gott sprach, es werde Licht. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Das müsste gut sein. Stopp. Ja, stopp. Das erste, was ich schon mal sehe, Staubschutzmanschette vom Stoßdämpfer, hat die Gruppe komplett verlassen. Guck mal, ist wie so eine Jalousie sieht das jetzt aus. Hallo. Da oben ist auch der Anschlagpuffer drin. Der sieht auch noch gut aus. Feder ist tatsächlich nicht gebrochen. Gucken wir gleich mal, wie der Zustand sonst von der Achse hier ist. Spurstange und Kopf haben kein Spiel. Da ist auch nichts drin. Radlager hört sich auch noch vernünftig an. So, und dann sieht die nach, boah, sind die fertig, ey. Junge, Junge, wo ist mein Profiltiefenmesser jetzt hin? Ich wusste, es wird peinlich. Mal gucken. 1,5 mm gesetzliche Mindestprofiltiefe ist denn hier unterschritten. Du bist gemeingefährlich. Ich zeig dich an. Und da ist ein Nagel drin. Das gibt eine Anzeige. Mal gucken, ob wir den Kollegen da rauskriegen. Oh ja, ohne Schraube. Das ist Gewinde von der Schraube. Ja, gut. Ansonsten, was verrät uns das? Er hat auf jeden Fall leichte Sägezahnbildung, spricht für einen verschlissenen Stoßdämpfer bei einem Kilometerstand von 217.000. 217.000, also Abwracker. Ist auf jeden Fall sind die Stoßdämpfer verschlissen. Das sind hier nämlich noch die ersten. Achtung! Circa 15% der Autos auf unseren Straßen sind mit verschlissenen oder defekten Stoßdämpfern unterwegs. Das sind mehr als 6 Millionen Fahrzeuge. Mit einem einfachen Check wäre diese rollende Gefahr vermeidbar. Spätestens nach 80.000 Kilometern sollte es mit dem Auto auf einen Prüfstand oder in eine Werkstatt gehen. Außerdem spricht das hier ganz deutlich für verstellte Spur, würde ich mal tippen, an der Stelle. Weil er ja außen deutlich verschlissener ist als innen. Das siehst du ja hier auch ganz deutlich. Müssen wir wohl mal eine Achsvermessung machen bei dem Gerät. Wir haben hier nämlich noch 3 mm. Doppelt so viel Profil wie auf der anderen Seite. Nee, der ist mit zu viel Luft ist der mal gefahren worden. So ist das, weil der hängt in der Mitte durch. Ich weiß nicht, ob du, siehst du das mit bloßem Auge so? Ich sehe es so, der ist also, der macht quasi, der ist so der Reifen, so steht der. Weil der mal mit zu viel Luft gefahren wurde, war der deswegen in der Mitte nach oben gewölbt. Da ist hier viel Profil runtergefahren worden, auf den Flanken aber nicht. Okay. Jetzt hat er weniger Luft drauf, wahrscheinlich auch viel zu wenig, so wie ich dich kenne. Ja, ich wollte gerade sagen, mir kann das nicht passiert sein, ich fülle die Luft auf. Haben wir wohl Lass nicht passiert sein, ich fülle die Luft auf. Haben wir wohl schon länger mal nicht mehr geguckt, ne? Hier seht ihr das auch schön. Guck mal, hier ist der, das sind diese Verschleißwarner. Das ist der sogenannte TWI, der Tweed Wear Index. Das sagt, wie weit man so einen Reifen runterfahren kann. Und wenn der quasi diese kleinen Nupsis, die hier im Profil drin sind, da siehst du eine so eine Stelle, hier auch. Dieser wäre noch nicht ganz erreicht, interessanterweise. Hier ist noch eine kleine, hier ist noch ein kleiner Übergang drin. Dieser hier ist platt geschliffen. Das heißt, die Mindestprofiltiefe ist erreicht. Dieser Reifen hat es hinter sich, Freunde. So dass auch jede Hausfrau hier mal gucken kann und auch jeder Hausmann, der Reifen eventuell defekt ist. Ganz klares Zeichen, verschlissene Stoßdämpfer oder andere Achsmängel auf jeden Fall. Ich tippe mal, Querlenkerlage werden wahrscheinlich auch relativ tot sein. Lass uns mal hinten kurz noch mal gucken, wie da der Zustand ist. Was ist mit der Bremse los? Eieiei. Ach, vorne ja auch. Alter, da ist auch schon der zweite Satz Klötze drauf, mit Sicherheit. Weil die sind so runter, die Scheiben. Alter, sind die verschlissen. Da können wir sogar mal das Verschleißmaß nehmen. Da hat einer nochmal schönen Satz Klötze drauf gebaut, ne? Hast du den so gekauft mit dem Bremsklötz? Ja. Ja? Haben sie schön vorm Verkauf nochmal Bremsklötze drauf gebaut, auf eh schon völlig verschlissene Scheiben. Richtig eklig. Auch gut. Drüben nochmal gucken. Also das mache ich jetzt alles, aber ansonsten von der Arbeit habe ich nicht vor, irgendwas zu machen. Habe ich das eben richtig gesehen im Vorbeifahren, dass da der TÜV fällig ist bei deinem Auto? Im November, ja. Ach, im November, ja, okay. Da ist also die Reise zu Ende mit euch beiden. Hier ist auch ein Sägezahn drauf. Im November ist die... Oh, hier, da haben wir wieder Jalousienstoßdämpfer. Hallo, ich bin ein Stoßdämpfer. Mir geht's richtig scheiße. Ich bin schon über 217.000 Kilometer in diesem BMW verbaut. Ich könnte kotzen. Mir geht scheiße. Bitte bau mich aus. Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Okay, die Behinderung ist schon wieder komplett easy da. Da ist nichts, da ist nichts. Radlager hört sich wunderbarstens an, Sägezahn hier hinten merkt man auch ganz deutlich. Gut, nicht lang schnacken. Erstmal runter die Dinger, würde ich sagen, und dann gehen wir wuchten, oder? Wir versuchen es mal erstmal mit einem Akkuschlagschrauber, ne? Hat vollen Dampf. Ich nehme den eigentlich lieber, das ist mit der ganzen Luft, mit dem Schlauch und so, das nervt mich immer alles. Vorher machen wir aber noch Folgendes. Das sind die Reifenkreide. Oh, hier die Seite am besten. Und dann musst du auf die Innenseite, schreibst du drauf, wo welcher Reifen gesessen hat. Das wäre jetzt hier VR auf die Flanke einfach innen drauf. Wir sind ja ein bisschen klüger als viele anderen, die schreiben das gerne außen drauf und dann sieht das richtig aus, ne? VR, dann ist das hier HL, genau. Ha!
durcheinander gebracht. Kann ich wahr. VL, genau. Wunderschön. Tolle Handschrift. Reifen gerade kann weg, bitteschön. Erstmal jetzt vier raus, ohne groß nachzudenken. Okay. Lass mal die unterste bitte drin. Lass ihn mal so drehen, dass einer senkrecht unten steht. Erkläre ich auch noch warum. Oh. Ja, halt mal gedrückt. Gedrückt halten. Ja. Habt ihr nicht. Die hat nämlich einer richtig festgeballert, ne? Der schafft schon mal nicht. Aber ist das nicht zu groß? Das ist nicht zu groß, das ist eine 17er. Die sind alle so fest, ne? Ja, weil sie einer viel zu fest geballert hat. Pass auf, das ist eben mein Thema in der Werkstatt, immer. Tu mir einen Gefallen, lass mal bitte die Bühne runter. Wir werden jetzt noch mal eins hier machen. Geht nämlich darum, ich wette, 8 von 10 Mechanikern bedienen Drehmomentschlüssel völlig falsch und ziehen Radschrauben beim Räderwechsel viel zu fest, weil sie daran rumruppen wie die Bekloppten. So ein Drehmomentschlüssel, also das hier ist jetzt mal ein Beispiel, das hier ist ein sogenannter Einzelstückgeprüfter von HZ ist das. Das ist also ein sehr guter, sehr teurer Drehmomentschlüssel, weil er einzelstückgeprüft ist. Das ist ja wirklich ein Präzisionsinstrument. Der gibt ein Signal, wenn eine gewisse Kraft erreicht ist, die wir auf die Schraube aufbringen. So, in dem Fall sind das hier wahrscheinlich 120 Newtonmeter. Das gucken wir jetzt gleich nochmal nach. Ich gehe davon aus, dass die viel zu fest gezogen sind. Zeig das mal, zu fest sind sie jetzt ja eh. Viele Mechaniker beim Radschrauben festziehen, es geht ja darum. Ziel ist ja, wenn ich jetzt die Räder anbaue und meistens nimmt man dafür auch einen Schlagschrauber auf einer sehr kleinen Stufe eigentlich. Dann drehe ich die Schrauben dagegen mit, sag ich mal, 100 Newtonmeter ungefähr. Die ballern da aber auf Stufe 3 schon drauf. Die machen richtig ein auf Brr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 r